Tatort Alpener Wesertalsperre. Hier ist seit kurzem ein niederländisch-französisches Unternehmen tätig, um Klärschlamm zu behandeln, wie es in der Fachsprache heißt. Der giftige, teils mit Aluminium belastete Klärschlamm fällt bei der Trinkwasseraufbereitung an. In Alpen sind es rund 600 Kubikmeter pro Tag. Dieser Klärschlamm wird, mit Chemikalien versehen, in einer Zentrifuge bearbeitet. Dabei entsteht eine stichfeste Masse, die per LKW zu einem Werk nach Lixe verfrachtet und dort zu Zement verarbeitet wird. Daneben entsteht Klärschlammabwasser, das aus einem Becken direkt in die Weser fließt. Dabei sind vorgeschriebene Normen und Werte zu berücksichtigen und es stellt sich die Frage, ob diese eingehalten werden. Denn offensichtlich hat die Firma Wisdragage Kürstjens weder eine gültige Betriebs- noch eine Einleitungsgenehmigung. Nach Beobachtungen von dem BRF bekannten Zeugen wurden in den letzten Wochen tiefdunkle Klärschlammrückstände an der Talsperre in die Weser geleitet. Das Flusswasser ist an zahlreichen Uferstellen braun verfärbt. Gesichert steht so viel fest. Die seit 20 Jahren mit der Behandlung von Klärschlamm an der Wesertalsperre beauftragte Alpener Firma Sutraex ist seit Anfang November nicht mehr zuständig und musste das Betriebsgelände der Wassergesellschaft SWDE verlassen. Das niederländisch-französische Konsortium nahm sogleich die Arbeit auf, nachdem es bei der letzten Ausschreibung den Zuschlag erhalten hatte. Problem: Sutraex wurde aufgefordert, die Betriebs- und Einleitungsgenehmigung an Wisdragage Kürstjens zu übertragen und verweigerte dies. Nach Ansicht des Sutraex-Anwalts Maître Lebrun zu Recht. Die notwendigen Genehmigungen für die Klärschlammarbeiten an der Talsperre erteilt in letzter Instanz die Stadt Alpen nach vorheriger Begutachtung durch Fachressorts der Wasseraufsichtsbehörde. Die Alpener Firma Sutraex, ihr Anwalt und eine Umweltschutzorganisation wollen sich in Kürze im Rahmen einer Pressekonferenz zur Sachlage und zu den Vorgängen äußern. Übrigens, an der Kläranlage in Stamberg-Verviers soll es ähnlich zugehen. Auch hier wurde Sutraex ausgebootet.